Es ist sogar ein ganz besonders freudiges Ereignis für mich, denn die Braut und der Bräutigam, Rosie und Jeff, haben sich zur Demonstration ihrer großen Liebe entschlossen, ein persönliches Ehegelübde abzulegen. Oh. Jeff, Sie dürfen beginnen. Oh, Rosie, du bist die Liebe und der Sonnenschein meines Lebens und ich kann dir versprechen, dass ich dich niemals enttäusche. Oh. Rosie? Oh, Jeff. Deine Liebe ist wie Balsam für meine Seele gewesen und deine Freundlichkeit steht wie ein Regenbogen über meinem Dasein. Und jetzt ich also... Ich meine, als das damals mit uns anfing, da waren alle völlig überrascht, dass ich nur daran dachte, mit dir auszugehen. Der Mann ist doch echt nicht dein Typ, sagten sie. Das musste ich zugeben. Ich meine, mein Freund, den ich davor hatte, Jonathan, war, und das ist jedem hier bestimmt noch im Gedächtnis, ein unglaublich toll gebauter blonder Traum von einem Mann, der auf die Universität ging und jetzt eine florierende Anwaltspraxis in Connecticut hat. Wohingegen du nun mal so aussiehst, wie du aussiehst und in Altersheimen Faltencremes verkaufst. Aber das ist gar nicht so wichtig. Das wirklich Ausschlaggebende war, dass du in mein Leben tratest, als ich ganz allein und einsam war. Mein Herz war gebrochen, meine Lebensträume zerstört. Ich meine, Jonathan und ich hatten eine 7-jährige tolle Beziehung, die gerade kaputt gegangen war. Ich war ein Wrack, total am Ende. Und du warst da. Tja, natürlich ging ich davon aus, dass ich mal Jonathan hierher schleppen würde. Aber habe ich's getan? Nein. Mister, ich brauche Freiheit, kommt anscheinend eher mit seiner Bumschlampe von Sekretärin klar. Und dann bringt er noch diesen Spruch, ich dachte, ich hätte dich geliebt, aber ich habe mich wohl geirrt. Komisch, nicht? Und ich sagte, ja, komisch. Wieso hast du es nicht gemerkt, als ich den Kellnerjob anfing und dann in dem Saftladen 4 Jahre geschuftet habe, um dich durch die Uni zu kriegen? Und wofür? Wofür, dass du mich jetzt wegen so einer Silikonschlampe verlässt? Hör mir gut zu, Jonathan. Wenn es einen Gott gibt, wirst du im Höllenfeuer landen. Für alle Zeiten wirst du in der Hölle sitzen. Und nun... An alle meine Freunde, die dagegen waren, als ich das erste Mal Jeff traf. Ich will ja gar nicht sagen, dass ihr falsch liegt. Ich will nur ausdrücken, dass Jeff zumindest eines ist. Ein Mann. Und ich will nun mal nicht alleine sterben. Und ich werde auch nicht alleine sterben, mein Geliebter. Genauso wenig wie du. Und was auch die Leute um uns herum vielleicht sagen, es ist völlig egal, ich liebe dich. Auf meine ganz bestimmte Weise. Oh, oh. Ja, ich meine, also dann... Sollte sich hier und heute jemand unter den Anwesenden befinden, der einen glaubhaften Grund anzuführen hätte, warum diese beiden nicht in den heiligen Stand der Ehe treten sollten? Jeff? Was denn? Tja, ich schätze, ihr beiden wisst schon, was ihr tut. Ich erkläre euch also hiermit zu Mann und Frau. Nicht auf den Mund.